Moinsen Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming und zu XCOM 2, wo wir gerade dabei sind, einen Advent Versorgungsgütertransport hochzunehmen, und wir haben die tolle Gelegenheit, hier neuen Gegnern gegenüberzustehen. Ja. Und ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht am Ende der letzten Folge, wie ich das gerne lösen wollen würde. Und ich denke mir, wir geben Hitman, ne, die macht einfach richtig viel Schaden mit ihrer Waffe plus Brand, Dingsbums, geben wir einfach das Aid-Protokoll aus dem einfachen Grund, weil das Ding auch, wie heißt denn die Fähigkeit? Wir werden es gleich sehen, ein Threat Assessment gibt, ganz genau, nämlich ein freier Schuss, auch wenn wir gar nicht im Overwatch sind, ne, kriegen wir jetzt einfach einen freien Overwatch-Schuss, und zwar auch, wenn wir jetzt beschossen werden würden, zum Beispiel. Würden wir den bekommen. So, und dann lassen wir niemanden in Overwatch gehen, denke ich. Und Jim wird ja einfach den Anfang machen, und zwar mit einer Frostgranate. Ich hatte erst überlegt, hier hinten Gas, ne? Die stehen gerade so unglaublich günstig. Aber ich werde einfach eine Frostgranate hier vorne in die reinschmeißen. Weil die auch ziemlich günstig stehen. Und da haben wir nämlich drei richtig gefährliche Gegner schon mal ausgeschaltet. Ungefähr so. Sie kennen unsere Position. Ja, macht nichts. So, und wenn die sich jetzt bewegen, wird auch nicht geschossen. Und verfehlt. Verfehlen ist natürlich nicht so cool. Mal gucken, vielleicht stehen die dicht genug beisammen. Ne, die verteilen sich sehr gut, ne? Also, die Gegner sind da echt nicht dumm. Leider. So, Vector. Da aktivieren wir gleich mal einen Overdrive. Auch bis hier vorne ist er schon gekommen. Ist natürlich besonders hässlich. Upsi. So, den erwischen wir hier einfach mit. Na, wichtig ist, dass wir hier den Muton erwischen, um ihm die Rüstung einfach wegzuknallen. Ja, und dann ist der Typ hier vorne nämlich einfach mit tot. Sehr hübsch. So, der da hinten lebt noch so ein bisschen. So, wann können wir denn hier sehen? 69%, 78%. Und wir machen 3 bis 5 Schaden. Ja, das wäre eigentlich ein lohnendes Ziel. Oh, schön im Kopf. Sehr, sehr schön, sehr gut. So, Ugruz wird hier einmal Aid-Protokoll spendieren. Und zwar für Vector hätte ich das gerne. Steht ja so komplett im Offenen, ne? Also, und gibt Deckung. Das heißt, auf den werden sie es abgesehen haben. So, 85%. Mach mal Ugruz. Nimm den mal weg. Gecrittet, sehr schön. So soll das aussehen, so kann das gehen. So, wir haben da noch? Ach, da drüben, den hässlichen. Kann ich da eine... Na, den kann ich nicht mehr sehen von hier aus. Wer sieht den denn überhaupt? Vector sieht den. Das heißt, es ist aber auch der einzige Typ. Der Vector sehen kann. Also nein, Vector ist der einzige, der von ihm gesehen werden kann. So rum stimmt's natürlich. Und ich kann aber nicht auf ihn schießen, blöderweise. So, ich versuche mal den Typen hier vorne mit Lightning Hands zu bearbeiten. Vier Damage. Der brennt leider auch nur für maximal 3 noch. Mit der Pistole würde ich da auf 72% kommen. Okay, dann nimm das Scharfschützengewehr ruhig. Oh ja, ganz genau so.
Sehr schön. Diese Zieloptik ist mega nice. Die muss auch irgendwie neu sein. Ich weiß nicht, ob die zur Mütze gehört oder was. So, Jin ist auch in Reichweite des Turms. Das heißt, wir können Vector hier nicht wegnehmen gerade. 36%. Ich könnte dem Typen natürlich seine Deckung wegsprengen. Ich weiß halt nicht, ob das nicht total übertrieben wäre. Ich komme nicht ran. Ich komme nicht an ihn ran. Hier werde ich von hinten beschossen dann, tatsächlich. Ich weiß auch gar nicht, ob ich so dicht dran will an die Run and Gun nach hier drüben. Wäre mega cool, aber ich habe keinen Run and Gun. Ich könnte den Flashbang bis direkt vor seine Füße werfen. Ja, uncool. 53%. Brr. Vector, wie machen wir das? Machen wir hier Explosivschaden oder schießen einfach auf den Turm? Ich meine, der schießt auf uns, dann schießen wir auch auf den Turm. Ah, und das. So, hier hinten sind alle ausgeschaltet, ne? Ich glaube, die haben wir alle erwischt. Oder ist da irgendeiner entkommen? Wie viele Leichen liegen denn hier? 1, 2, 3. 3 nur. Es müssten 4 sein. Ah, hier ist Nummer 4. Direkt unter meinem Cursor gewesen. 4, okay, Nummer 5 ist da. Sehr schön. Sind alle da. So, will ich dann schon mal auf eine Schlange schießen? Oder ist hier noch irgendjemand, der vorstellen kann? Nee, nur der Typ da hinten, der wird nicht rauskommen. Ja, schießt schon mal auf die Schlange. Oh, gecrittet. Nice. Macht nichts. Oh fuck, ich hätte sie, glaube ich, bewegen sollen, ne? In irgendeine Deckung. So ist sie, glaube ich, vom Turm flankiert. Was natürlich nicht so cool ist. Nein. Okay, er schießt daneben. Glück gehabt. Können wir ihm nochmal Angst machen. Oder es versuchen. Er dürfte so eine hohe Willenskraft haben, dass das überhaupt nicht funktioniert. Der schießt auf Jin, der sich hinter Spark befindet. Ja, cool. Der macht nichts. Der kann nicht zielen. Was war das? Ich weiß nicht, was das gerade war. Ja, und sie ist hier noch flankiert, ne? Das habe ich gerade. Ich hätte sie bewegen sollen. So, sie kann auf den Turm schießen, aber sonst halt nichts. Die drei hier müssen wir loswerden. Unbedingt. Die durften jetzt gleich wieder auftauchen. Ich habe leider keinen Plan mehr, wo ich sehen kann. Ach hier. Frozen, ja, aber da steht leider nicht, wie lange. Na, wenn die jetzt in ihrer Runde auftauchen, wäre das natürlich äußerst ungünstig für mich. So, deswegen entfernen wir uns hier einfach so ein bisschen von dem Turm. Vielleicht müssen wir da weg. Achso, bis hier hinter die Linie, hat man gesagt, müssen wir. So, ja, da kommen wir hier rüber. Exzellent. Vector bewegen wir da einfach hier hin. Ich will nicht weiter vorgehen, weil ich halt nicht weiß, ob dahinter nicht noch irgendwie jemand rumgurkt. So, und Jin kann dann nämlich auch einfach hier rüberkommen. So, und dann werdet ihr beide nämlich jetzt auf diesen Muton hier feuern. Genau auf diesen. Und dem die Rüstung wegnehmen. Oder wir schießen einfach daneben, das geht auch. Okay, das war wenigstens ein Treffer.
So, der hat echt wenig Leben nur noch. Den kannst du wegnehmen. Sehr schön. So, Lightning Hands haben wir leider nicht mehr. Wir haben auch nicht die tolle Fähigkeit, hier mehrmals schießen zu können. Dazu sind wir noch zu schlecht. Das heißt, wir schießen ja auf die Schlange. Die treffen wir zu 100%. Und haben eine 50% Crit Chance sogar. Das ist super. Nehmen wir. Oh, wir critted. Das heißt, die Schlange ist so gut wie tot, ne? Die brennt. Die nimmt also mindestens einen Punkt Schaden. So, wir sind ja erstmal vor diesem blöden Turm sicher. So, 94% auf die Muton. Auf die Schlange haben wir 100%, auf die Muton nur 94%. Rüstung hält Stand! Haben wir ihn betäubt oder sowas? Nee, aber der hat noch 2 Lebenspunkte. 70% nur. Oh, das ist schon unsere letzte. Ja. Oh Gott, ich will auf jeden Fall nicht, dass der Muton. Wie sieht es mit dem Axtwurf aus? Wie hoch ist denn da unsere Chance? 88. Das nehme ich lieber als die 70% von der Schrotflinte. Auch wenn es jetzt dann verschwendet ist, eventuell. Also es ist verschwendet, definitiv. So, wir haben es gesammelt. Und dann kann man direkt nochmal drauf schießen, ne, eigentlich. Ja, okay. So, abgeräumt. Da haben wir noch den Offizier da drüben. Der kommt jetzt herum. Oh, der hat Uruz flankiert. Kann aber nicht zielen. Kann nicht zielen. Zum Glück. Zum Glück kann der nicht zielen. Junge, das wäre natürlich jetzt was geworden, wenn es hier Uruz erwischt hätte. Nachgeladen. So, der hockt jetzt da hinten. Ich weiß natürlich ganz genau, dass wir ihm nicht zu nahe kommen wollen. Ah, getroffen. Und? Brennt? Brennt. Sehr hübsch. So, Uruz steht ja hier eigentlich schon, ne? 71%. Kannst du den direkt wegnehmen, Uruz? Das wäre genial, wenn du es schaffen würdest. Sonst müsste ich gleich hier mal. Oh Gott, was mache ich denn? Darüber muss ich erstmal nachdenken. Was mache ich, wenn ich den verfehle? Ich habe hier nichts mehr. Da müsste ich Vector hier in den Weg stellen. Und hier kann er natürlich wieder vom Turm getroffen werden. Na, ganz ehrlich, ich riskiere das lieber, als mir hier noch irgendeinen dummen Zufallsschuss zu fangen. Okay, der brennt, der hat noch 2 Schaden, das heißt, der ist eigentlich tot, ne? Den lasse ich den nochmal fallen. Vector vielleicht. So, er sieht genau den Typen, 55%. Ach, der ist auch betäubt. Ja, okay, weggenommen. So, sehr schön. Und dann können wir uns nämlich ganz in Ruhe gleich nach vorne wagen, um die Türme auszuschalten. Bereit für den Angriff. Beziehungsweise den Turm, es ist nur einer, ne? Mir entgeht nichts. Locked and loaded. I'm on it. Ach, da drüben haben wir auch noch was, das wir einsammeln sollten, auf jeden Fall. Kann ich denn da hinrennen lassen? Ja, jetzt gerade niemanden. Ich könnte sie natürlich hier irgendwie hinter das Auto ziehen oder sowas. Kann sie jetzt nächste Runde einsammeln. I'm on it. Ah, und dann kommt sie ganz knapp nicht hin. Ah, ärgerlich.
Also mal sehen, wie sieht's aus. Ich meine, das Loot ist jetzt auch nicht so wertvoll. Ich will halt nur nicht jemanden da im Offenen stehen lassen. Vector hat auch keinen Overdrive gerade. Kommt da irgendjemand hingelaufen? Nee. Laufen lassen kann ich niemanden. Okay. Now reloading. Und weiter geht's. Ich frage mich gerade, ob ich den Turm da. Ready to engage. Tatsächlich wegnehmen soll oder nicht eigentlich, oder sollte ich ihn nicht eigentlich stehen lassen? Preparada. Was? Ich habe kein Wort verstanden. Hey, come get some. Scan priority one. Bitte Feuerschutz. Bin unterwegs. Los, zeigt euch. So, das hat sich jetzt leider in Luft aufgelöst, macht nichts. So, wie mache ich das am dümmsten? Lass ich Jin einfach hier hingehen. 72% auf den Turm. Kriegen wir den Kleinen die Runde? Ich hoffe. Ich will halt wirklich nicht, dass der uns den Rücken rumgurkt. So, und jetzt können wir das optimalerweise mit dem Scharfschützengewehr erledigen. Ja, das ist echt wenig Schaden. Da gebe ich dir recht. So, dann kann ich ja jetzt eigentlich so weit wie möglich anlaufen, oder? Vielleicht kommt nur kurz. Er würde bis dahin so kurz vor den Stein kommen. Kurz kommt da direkt bis auf das. Nee. Stein und dann noch eins. Ugruz muss dann nämlich zur Not des Stein. Eins, zwei. Doch, doch, passt. Okay. I'm on my way. So, 79%, bitte. Okay. Da braucht man Ugruz nicht mehr als Aufräumkommando, finde ich gut. Was noch Turm? Was macht dieser Turm dort? Ja, der ist natürlich direkt an unserem Zielgebäude, ne? Oder wie ist es? Wo sollen wir eigentlich hin, Leute? Achso, wir wollen dahin. Das heißt, wir müssen alle Gegner ausschalten. Ja, wir sollen alle Gegner ausschalten, okay. Guck mal hier hinter das Auto, da müsste es sehr in Sicherheit sein, hoffe ich. Ist sie? Ja, ist sie. Okay, also wir haben da schon unser nächstes Ziel. Na geil. War das gerade das Geräusch eines Mechs, das da irgendwo von rechts kam? Positiv, naja, ob das so positiv ist, keine Ahnung. Immerhin hat er verstanden, was ich von ihm möchte. Holen wir sie uns. Ja, gute Idee. Vuelvo al combate. En guardia. Affirmative, covering now. So, Vector. Ja, komm auch hier hinter. On the move. Den lassen wir einfach spotten beim nächsten Mal, glaube ich, ne? Vector. Reload. Bestätigt, Überwachung läuft. Come get some. Ah, diese Türme sind natürlich mit Explosivwaffen super einfach auszuschalten, aber ansonsten. Sehr nervig.
So, okay. Hier müsste Vector den eigentlich schon sehen können, ne? Ich wollte gerade sagen, ich gehe mal auf Nummer sicher und check das mal aus. Aber auf Nummer sicher ist dann natürlich gar nichts. Weil diese Anzeige einfach manchmal nicht stimmt. Die mir eigentlich anzeigen sollte, ob ich da im Schussfeld mich befinde oder nicht. So, wenn ich bis nach hier vorgehe, sind wir im Schussfeld. So, dann kann ich jetzt locker einmal schießen. Und dann hätte ich mich zur Not auch nochmal zurückziehen können. Ah, vielleicht mache ich das sogar. So richtig viel hat er nämlich nicht verloren, ne? Haben wir gerade nur 2 Punkte. Haben wir überhaupt mit der Waffe 2 Punkte Schaden machen? 4 bis 6. Und da haben wir. Ach, na ja, klar. Weil der 4 Punkte Rüstung hatte, davon geht natürlich alles ab, ne? Das heißt, wir haben gerade 5 Punkte gemacht in Wirklichkeit. Armer ein Damage. Ja, keine Ahnung. Also wenn Jin jetzt treffen würde, wäre natürlich super. Ansonsten wäre kacke. Ich weiß nicht, wie sind denn seine Trefferchancen? Ah, der hat noch viel zu viel. Kannst du knicken? Vector, komm mal zurück. Wir versuchen das nächste Runde nochmal. So, Loot Miller kommt ja auch zurück. Also sorry, dass ich das jetzt so langsam mache, Leute, aber ich habe gar keine Lust, hier mir von dem Turm einen reinbrezeln zu lassen, wenn da noch genügend andere Gegner rumstehen. So, Vector, versuchen wir es nochmal. Also ich könnte den Turm jetzt natürlich ganz langsam runterbringen. Nur ganz so langsam will ich es dann vielleicht auch nicht machen. So, das sieht besser aus. So, dann kann jetzt Jin nochmal für 72% hier sein Glück versuchen. Schießt auch spontan daneben. Das ist nicht gut. Nee, das ist gar nicht gut. Das war so nicht eingeplant. So, mit ein bisschen Glück können wir den jetzt schon ausschalten, den Turm. Nee, reicht nicht. Okay, dann brauchen wir einen U-Boot. Okay, von da aus müsste er sehen können. Roger. Ja, tut er auch. 92%, hört sich gut an. Oh, für einen Moment dachte ich echt, das Ding geht daneben, ne? Huhuhu. On the move. Geil, wie alle da um den Roboter vorne rumstehen. Irgendwas klang da hinten, ne? Also da ist auf jeden Fall irgendein Mech oder sowas. Ja, und ich habe hier heute echt ziemlich rumgebummelt. Sehe ich gerade beim Blick auf die Uhr. So, hier müssen wir auf jeden Fall auch nachladen. Initiate Reload. Set Overwatch Priority. Oh ja! Gebe Feuerschutz! So, Stitch, ja, komm hier zwischen. On the move. Da haben wir hier eine schöne Linie gebildet. So, Jungs und Mädels, und das war's dann auch schon für heute, sorry. Also wie gesagt, ne, sehr vorsichtig alles hier, sehr bedacht. Damit wir halt nicht in diese Türme reinrennen und diese Alien-Konstellation hier, die war auch ein bisschen schwierig. Also ich glaube, es war die richtige Entscheidung, das Ganze mit der Frostbombe hier zu lösen. Ja, vielleicht hätte ich die auch noch ein bisschen weiter
weggehen lassen können. Ich fand es halt nur gerade so günstig, weil die alle so dicht beieinander standen, für eine Gasgranate. Aber da ich es dann mit der Frostbombe gemacht habe, hätte ich die eigentlich auch noch mal ein bisschen auseinandergehen lassen können. Aber ich meine, so hatten wir die alle ganz gut im Blick. Der Typ hier drüben, der Kapitän, der Offizier, konnte zum Glück auch keinen großen Schaden anrichten. Von dem Turm haben wir uns dann gelöst. Er hat zum Glück auch daneben geschossen. Und ja, deswegen ist das hier ganz gut ausgegangen. Ne? Also Frostgranate auf jeden Fall richtige Entscheidung nach meinem Empfinden. Und ansonsten einfach draufhalten, ne? Auch ein bisschen Glück gehabt. Ich weiß gar nicht, ob alle Schüsse getroffen haben, aber es war auf jeden Fall ziemlich gut. Und die Rakete von Vector da halt, womit wir da auch 4 Leute irgendwie erwischt haben. Ne? Den Mutant unter anderem, den Stunlancer hier haben wir direkt ausgeschaltet. Ist gut gelaufen auf jeden Fall. War wahrscheinlich auch wieder sehr viel Glück dabei. Hätte ganz anders laufen können, ne? Wir hätten ein, zweimal daneben schießen können mehr und dann hätten die vielleicht einfach treffen können mit dem Turm oder mit dem Offizier oder was. Und dann hätte das Ganze auch schon wieder ganz anders ausgesehen. Auf jeden Fall, langes Geschwafel, wenig Sinn. Das war's für heute, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe natürlich, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao!